Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns mit natürlichen Ursachen für globalen Klimawandel beschäftigt. Heute prüfen wir, ob der Mensch der Verursacher des aktuellen Klimawandels ist. Das wird im Regelfall mit Verweis auf die mehrheitliche Meinung der wissenschaftlichen Gemeinschaft bejaht, fast täglich. Allerdings gibt es auch entschiedene Gegner dieser Idee. Sie sagen, dass es keinen wirklichen Klimawandel gäbe. Oder häufiger, dass wir zwar Klimawandel beobachten könnten, diese aber keine anthropogenen, also vom Menschen verantwortete Ursachen habe. Wir wollen wirkliche Hintergründe bieten. Also, wandelt sich das Klima der Welt und sind wir verantwortlich dafür? Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Zunächst mal stellt sich die Frage nach der Entwicklung der Temperatur in den letzten Jahrhunderten. Woher bekommt man eigentlich entsprechende Daten für, sagen wir, die Durchschnittstemperatur in der nördlichen Hemisphäre im 14. Jahrhundert? Dazu zieht man sogenannte Klimaproxys heran, und zwar natürliche und indirekte. Natürliche Klimaproxys, das sind überprüfbare geologische oder biologische Größen. Dazu gehören zum Beispiel Baumringe, Korallenwachstum, Isotopvariationen in Eisbohrkernen, ozeanische Sedimente, Fossilien, Gletscherverläufe und viele, viele andere Dinge. Aus solchen Klimaproxys lassen sich Temperaturentwicklungen zum Beispiel für die letzten 2000 Jahre ableiten. Da aber die resultierenden Berechnungen aus verschiedenen Gründen nicht sehr präzise ausfallen, muss man sie stets mit anderen Proxys vergleichen, bevor man Schlüsse über etwa die Regenmenge in einer bestimmten Epoche ziehen kann. Indirekte Proxys, wie zum Beispiel historische Aufzeichnungen, helfen bei der Bestätigung der gewonnenen Erkenntnisse. Solche Aufzeichnungen geben häufig besonders gute oder schlechte Ernten an, genaue Daten für die erste Blüte im Jahr oder die Geburt der Lämmer. Sie geben Zeugnis von ungewöhnlich starken Schneefällen, von Trockenheiten, Sturmfluten und ähnlichem. Sie unterstützen die Daten, die aus natürlichen Proxys gewonnen werden, deutlich. Ein Beispiel. Im Hochmittelalter lässt sich eine ausgeprägte Warmzeit zwischen etwa 900 und 1200 unserer Zeit ausmachen. Als diese im 13. Jahrhundert langsam endet, berichten die Chronisten häufig von Missernten, von kühlen Wintern und Hungersnöten. Das Ende der Warmzeit bereitete so möglicherweise der Schwarzen Pest den Weg, die 1347 aus Asien nach Europa kam. Von etwa 1500 bis fast 1800 schließlich erlebte die Welt eine extrem kalte Epoche, die als kleine Eiszeit bekannt wurde. Die Erhebung und Auswertung historischer Klimadaten wurde von diversen Instituten, von Universitäten über internationale Thinktanks bis hin zur NASA durchgeführt. Übereinandergelegt erscheint ein Bild mit individuellen Abweichungen, aber klaren Trends. Die globalen Oberflächentemperaturen der letzten 25 Jahre, so lautet eine Erkenntnis, sind die höchsten seit über 1000 Jahren. Als Erklärung hört man häufig Begriffe wie El Niño. El Niño und La Niña sind extrem komplexe Phänomene, welche in den Meeresströmungen des südlichen Pazifiks auftreten und nahezu globale Auswirkungen haben können. Ein El Niño war zum Beispiel für den extrem kalten Winter 1941-42 in Europa verantwortlich. El Niños treten nicht zyklisch auf. Etwa alle 2 bis 8 Jahre kann es ein Ereignis geben. Die meisten sind zudem eher schwach ausgeprägt. Der jüngste El Niño allerdings, der 2015-16 stattfand, gehörte zu den stärksten seit über 50 Jahren und ist mitverantwortlich für einen Teil des Temperaturanstiegs 2016 und 2017. El Niño kann aber eines nicht, die globale Erwärmung seit dem 19. Jahrhundert erklären. Dafür nämlich ist das Phänomen viel zu kurzfristig. Auch Vulkanausbrüche helfen uns nicht weiter. Ihre atmosphärische Abkühlung durch Aerosole ist auf wenige Monate begrenzt. Ihr Treibhausgaseintrag nur ein Bruchteil dessen, was wir als Menschen erzeugen. Über die solare Aktivität sprachen wir bereits im ersten Teil. Sie hat sich kaum verändert. Es gibt schlicht keine natürlichen Phänomene, welche den ungewöhnlich rasanten, konstanten und starken Temperaturanstieg der letzten 2 Jahrhunderte erklären könnten. Und an dieser Stelle ist es dann erlaubt zu fragen, welchen Anteil der Mensch am Global Warming hat. Die Frage nach der anthropogenen Erwärmung kann man beantworten, indem man sich die räumlichen und zeitlichen Muster der Klimaänderung, quasi den Fingerabdruck der Erwärmungsursache, ansieht. Räumlich erwarten wir eine Konzentration der Erwärmung in der Troposphäre, den unteren 10 Kilometer der Atmosphäre, weil sich Treibhausgase eben hier sammeln. Ebenso rechnen wir mit einer größeren Erwärmung auf der Nordhalbkugel aufgrund der größeren Landmassen dort. Und tatsächlich beobachten wir eine deutliche Erwärmung der Troposphäre bei gleichzeitiger Abkühlung der Stratosphäre, welche zusätzlich durch einen Verlust des stratosphärischen Ozons verstärkt wird. Zeitlich fällt vor allem ein Rückgang der Tag- und Nachtdifferenz auf. Der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen, der hat sich in den letzten 50 Jahren
um etwa 0,4 Grad Celsius verändert im globalen Mittel. Ein typisches Resultat von Treibhausgasen, welche die nächtliche Ausstrahlung der Erde verringern. Ebenso lässt sich der sogenannte Temperaturantrieb berechnen. Seit etwa 1750, der Frühphase der Industrialisierung, stieg der solare Antrieb um etwa 0,12 Watt pro Quadratmeter an. Dagegen liegt der Antrieb durch anthropogene Treibhausgase bei 2,9 Watt pro Quadratmeter. Weil wir allerdings auch munter Aerosole in die Atmosphäre jagen, muss deren abkühlende Wirkung berücksichtigt werden. Netto bleiben etwa 1,6 Watt pro Quadratmeter, 15 mal mehr als die von der Sonne ausgehende Temperaturerhöhung. Hier spielen natürlich noch viele weitere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel fielen mit dem Niedergang des Ostblocks erhebliche Teile des weltweiten Aerosolausstoßes weg, sodass wir in den Jahren von 1990 bis 2000 die Klimaerwärmung stärker spüren konnten. 1991 und 92 waren dann aber doch wieder recht kühl, was vor allem an der Eruption des Mount Pinatubo auf den Philippinen lag. Doch egal, welche kurzfristigen Phänomene und Ereignisse ich heranziehe, alle bereinigten Kurven zeigen stets das gleiche Bild. Es gibt einen globalen Erwärmungstrend, der sich ohne erkennbare natürliche Ursache seit Beginn der industriellen Revolution fortsetzt und beschleunigt. Am eindrucksvollsten wird dieses Bild vielleicht, wenn man sich Modellsimulationen anschaut, die das Klima so modellieren, wie es sich ohne den Menschen hätte entwickeln sollen. Man geht dabei von einem Ausgangswert aus, etwa das Jahr 1900, und fügt dann bestimmte Antriebe hinzu, zum Beispiel die tatsächliche Entwicklung des Energieausstoßes der Sonne, Vulkanausbrüche und globale Phänomene wie die El Niño Southern Oscillation, kurz ENSO. Diese Simulationen, die ergeben die hier dargestellte gelbe Kurve. Mit dieser lässt sich freilich kein Global Warming erklären. Die Temperaturen bleiben nicht nur weitgehend konstant, seit 1980 hätten wir sogar einen leichten Rückgang der Temperaturen beobachten sollen. Fügt man aber den Modellen als weiteren Antrieb die menschlichen Treibhausgasemissionen hinzu, dann erhält man die rote Kurve. Diese zeigt insbesondere seit den 1970ern einen deutlichen Anstieg. Was passiert aber, wenn man die tatsächliche Entwicklung der globalen Temperatur darüber legt? Es kommt zu eher deprimierenden Erkenntnis, dass sich der globale Trend ganz ausgezeichnet mit anthropogenen Ursachen erklären lässt. Kurz gesagt, wir waren es. Müssen wir deshalb den Planeten retten? Das ist vermutlich ein irriger Sprachgebrauch. Die Erde und höchstwahrscheinlich auch das Leben auf ihr werden weiter existieren. Das Szenario einer zweiten Venus, das scheint recht unwahrscheinlich. Für den Menschen allerdings sieht das anders aus. Große Teile der Welt könnten unbewohnbar werden. Ernährung und die Versorgung mit sauberem Trinkwasser, die wird zum existenziellen Problem. Und das ist möglicherweise Stoff für einen dritten Teil zum Thema. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ganz besonders unseren galaktischen Overlords Rico Wittke, Tobias Sternberg und Dimitar Jauch, die uns wie viele andere auf Patreon unterstützen. Lasst uns gern ein Abo und einen Kommentar da. Und in diesem Sinne, 42. Speed.